brutale Messerangriff in Schweden. Terrorattacke? 8 Menschen verletzt. Polizei ermittelt in der südschwedischen Kleinstadt Vetlanda. Hat ein Mann auf mehrere Menschen ein. 8 Personen wurden bei der Messerattacke verletzt. Der Täter konnte festgenommen werden. Handelt es sich um eine Terrorattacke? Am Mittwoch kam es in einer südschwedischen Kleinstadt zu einem schrecklichen nach einem Angriff mit wohl mehreren Verletzten ermittelt die Polizei wegen Terrorverdacht. Der Vorfall in Vetlanda wird mittlerweile als mutmaßliche Terrortat eingestuft, teilte die schwedische Polizei am Mittwoch. Zunächst war wegen versuchten Mordes ermittelt worden. Für den Abend war eine Polizeipressekonferenz gegeben. Man sticht auf Menschen ein. Polizei geht vom Terrorverdacht aus. Bei der Tat in Vetlanda um 270 Kilometer südwestlich von Stockholm hat ein Mann eine Reihe von Menschen mutmaßlich mit einer Stichwaffe. Junge Angreifer, mutmaßlich ein Einzeltäter im Alter von 20 bis 30 Jahren, wurde daraufhin von der Polizei angeschossen und festgenommen. Er kam verletzt in ein Krankenhaus. Das Tatmotiv war zunächst ebenso unklar wie die genaue Art der. Schon gelesen? Er wollte in Rente gehen. Polizist erschießt sich auf Wache. 8 Menschen nach Messerattacke verletzt. Nach Polizeiangaben waren 8 Menschen auf unterschiedliche Weise von dem Zwischenfall betroffen. Über die Art ihrer möglichen Verletzungen wurden zunächst keine Angaben gemacht. Innenminister Michael Damberg sprach nach Angaben der Nachrichtenagentur TT in einer Mitteilung davon, dass mehrere Personen schwer verletzt wurden. Berichte über Tote gab es nicht. Folgen Sie news.de schon bei Facebook und YouTube. Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos, tolle Gewinnspiele und den direkten Draht zur Redaktion bossnews.de/deutsche.